Die beiden Ältesten im Starterfeld finden sich klarerweise auch in der A-Klasse, also der höchsten Kategorie. Jacqueline Dastl und Martin Palmstingl fegen in der Fußtechnikrunde mit unglaublich viel Charme über die Bühnenbretter. Am besten einfach zurücklehnen und genießen. Der Staatsmeistertitel geht bei der 5. Staatsmeisterschaft, nämlich an Jacqueline Dastl und Martin Palmstingl. Die beiden tanzen nach der schwungvollen Fußtechnikrunde auch eine gelungene Akrobatikrunde und können sich in der Skating-Wertung der Kampfrichter durchsetzen. Gleich 5-mal werden sie in der Akrobatikrunde auf Platz 1 gereiht. Und es wird ein verdienter Sieg. Martin Palmstingl darf sich nämlich rühmen, in jeder Kategorie bisher einen österreichischen Meistertitel errungen zu haben. Also vor doch einigen Jahren in der Schülerklasse, der Juniorenklasse und nun endlich in der A-Klasse. Und nach fulminanten 1,5 Minuten wird's auf der Bühne emotional. Jacqueline und Martin genießen die letzten Sekunden ihrer Rock'n'Roll-Karriere. Weil es nach so vielen Jahren endlich geklappt hat mit Staatsmeistertiteln, das ist schon schön.